Sprünge, die uns zum Staunen bringen. Und dabei macht sich Lena Jentsch erst warm. In der Lauds Arena geht es ab morgen hoch hinaus. Die Gym City Open starten. Mit dabei ist auch die 15-Jährige. Sie geht für den SC Cottbus Thon an den Start und will bei den vorderen Plätzen mitmischen. Also natürlich wünsche ich mir erstmal einen guten Vorkampf zu tun und mich mit meinen Punkten ins Finale zu ertonen. Das sind halt die ersten 8 bei uns, die es ins Finale schaffen. Das ist erstmal das Ziel für mich. Und dann natürlich im Finale nochmal bestmögliche Übungen zu tun und dort dann halt mal gucken, wo man landet. Neben Lena kämpfen 260 Sportlerinnen und Sportler aus 8 Nationen um wichtige Platzierungen. Es geht um den Brandenburg-Pokal. Einzel- und Synchronwettbewerbe werden ausgetragen. Für die deutsche Mannschaft geht es um noch mehr. Sie springt um Qualifikationspunkte für die Teilnahme an den Weltelitekämpfen in England. Da will auch SC Cottbus-Trainer Heath Marquis mit dabei sein. Morgen und Sonntag ist ein Quali-Wettkampf für WAGC und für WM und in England. Und die Athleten müssen bestimmte Punkte bekommen, dass die Athleten qualifizieren können. Die Chancen sind gut. Also wir haben schon im Training die Punkte schon geschafft, oft. Und ja, wir sind glücklich. Stärkste Konkurrenz sind für den SC Cottbus Thon die anderen deutschen Mannschaften. Ob sie sich durchsetzen und wie Lena Jentsch performt, seht ihr bei den 12. Gym City Open. In der Lauds Arena starten morgen die Vorkämpfe. Am Sonntag geht's dann um alles. Die Endkämpfe stehen an. Tickets bekommt ihr direkt an der Lausitz Arena.